Hallo, in dieser Woche hast du Conny kennengelernt und ihre ganze Familie. Ich habe die ganze Familie gebastelt. Schau, das ist der Vater und das ist die Mutter. Sie sind die Eltern. Das ist Conny und das ist ihr kleiner Bruder Jakob. Sie sind die Kinder. Und das ist ihr Haustier. Die Katze heißt Mau. Jetzt zeige ich dir, wie ich Conny bastle. Zum Basteln brauchst du eine Schere, einen Bleistift, natürlich ein Blatt Papier, viele Farbstifte und Klebestreifen. Zuerst schneide ich mit der Schere einen langen Papierstreifen ab. Der Papierstreifen ist etwa so breit wie meine zwei Finger. Als nächstes zeichne ich Conny auf den Papierstreifen. Achtung, die Füße sind unten bei dieser Kante. Ich beginne aber mit ihrem Kopf und der Hals, die Arme, der Bauch, die Beine. Füße oder die Schuhe, die Hände mit den Fingern. So, und jetzt braucht es noch die Ohren, die Augen, die Nase und den Mund. Das sieht immer noch ein bisschen lustig aus. Conny hat eine schöne Frisur, viele blonde Haare. So, wenn ich das gemacht habe, falte ich den Papierstreifen zweimal. Einmal ein bisschen oberhalb von Conys Kopf. So. Und dann falte ich das Papier gleich da, wo Conys Füße sind, noch ein zweites Mal. So, mal schauen. Jetzt kann Conny schon selber stehen. Bevor ich alles klebe, will ich sie jetzt aber noch schön anmalen. So, eine rote Hose oder auch eine andere Farbe Kleider kann man wechseln. So. Und wenn ich Conny fertig angemalt habe, muss ich sie jetzt noch hier unten bei der Kante, wo die Füße sind, und bei der anderen Kante zusammenkleben. Ich nehme den Klebestreifen. So. Mal schauen. Meine Conny ist jetzt fertig. Jetzt bist du dran. Und ich bin sicher, dass deine Figuren wunderschön werden. Vielleicht schickst du mir ein Foto.